Hallo und herzlich willkommen zurück zu It's Out. Ich freue mich so doll, dass ihr wieder alle hier seid. Ihr seid wie so eine kleine Familie für mich geworden. Egal, wo ich hingehe, egal, mit wem ich rede, alle sprechen mich auf diesem Podcast an. Und ich habe es erst irgendwie noch gar nicht so realisiert, dass den Leute hören. Ich bin ganz ehrlich mit euch, weil ich sitze hier einfach immer so randomly in irgendwelchen komischen Situationen, wie auf meinem Bett jetzt gerade zum Beispiel. Das heißt, wenn ihr gerade auch auf eurem Bett sitzt und Kopfhörer drin habt, holt euch Popcorn. Weil irgendwie ist momentan so viel los. Ich muss sagen, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, die Energy ist komplett geswitcht. Es ist ein bisschen wie früher. Es ist so, ich krieg so ein Vibe, so alles wird gerade wieder besser in der Branche und auf Social Media und alles ist so. Ah, so die Eras, wo noch Ariana und so da waren, so diesen Vibe kriege ich gerade, weil alle so wieder so präsent sind und alle OGs sind wieder da. Ich weiß nicht, wisst ihr, habt ihr auch das Gefühl, ich weiß, war kurz tot, aber jetzt ist nicht mehr so tot. Aber ich komme gerade vom Radiopromo, ich war gerade bei Fritz Radio und hab deren Girlfriend gespielt, das war sehr cool. Der Radio-Guy hat mich erst Feier genannt, das fand ich sehr interessant. Das war irgendwie so lustig. Ich so, nein, alles gut, so nenne ich meine Uber-Fahrer auch immer. Ist kein Problem. Jetzt reden wir aber über jemand, den ich ganz toll finde, nämlich die Luna. Die Luna hat ihre EP rausgebracht. Ich war auch bei der Release-Party davon. Und dann hat sie ihr Musikvideo gezeigt und die Leute sind ausgerastet. Ich mochte den Support. Das war sehr, sehr cool. Also wenn ich meine EP rausbringe, würde ich bitte auch so eine Energy. Die EP heißt Verlierer. Ich würde gerne über Arschloch und Hausflur reden, weil das sind meine zwei Faves. Arschloch ist der Fokus-Song und ich finde einfach den ganzen Lyrics dahinter sehr gut und interessant, weil es einfach, ich glaube, fast jeder kennt das, wo man sich denkt, die Person, mit der man im Streit auseinandergegangen ist, schiebt alles auf einen selber und man denkt sich so, okay, wenn du dir das jetzt so schön reden willst, wenn es dir dann dabei besser geht, wenn du alles auf mich schiebst, go ahead, girl oder boy. Und das ist so ein bisschen dieser Frust-Song. Und ich find's cool, dass sie sowas entwickelt hat. Deswegen hören wir jetzt mal rein. Ich war übrigens auch, mir fällt gerade ein, ich war auf dem Adidas-Event. Und es war sowohl das teuerste Adidas-Event, was Adidas jemals geschmissen hat, was ich krass finde, weil das in Berlin, ich hätte jetzt gedacht, irgendwie wenigstens LA oder so hätten schon mal sowas schon mal gehabt, aber das ist tatsächlich weltweit das teuerste. 1 Million hat es gekostet. 1 Million Euro. Basically wurden wir mit einem Boot abgeholt, mit so einem riesen Schiff und auf so eine Insel gebracht. Auf dieser Insel oder diesem Ort, man hätte doch mit dem Auto hinfahren können, es war keine wirkliche Insel, hat sich jedenfalls so angefühlt. Und die haben in so einem riesen Lagerhallending eine ganze Stadt aufgebaut. Das heißt, es gab eine Bleaching-Station, also einen Friseur. Es gab einen Schmuckstand, es gab eine Kneipe, es gab einen Kiosk. Es gab Pizza, Frozen Yogurt, eine Stage, ein Basketball-Court. Das war alles sehr cool. Es gab sogar einen Pool. Aber das Lustige ist, jemand ist da reingesprungen, aber es gab nichts zum Updrainen vom Wasser. Das heißt, da ist dann Wasser übergeschwappt, logischerweise. Und dann war der ganze Boden nass. Und dann kam wirklich einer mit so einem Wasserstaubsauger und hat das weggesaugt. Und dann dachte ich mir so, warum habt ihr eigentlich diesen Pool da, wenn man da nicht wirklich rein kann? Mein Kumpel Ashraf hatte einfach sein Auto da stehen, in der Halle. Der ist mit dem Auto rein. Auch ein nicer Move. Und dann sind da Domitianer aufgetreten, so Hobani, noch BHZ. Oh, da gingen die Leute so ab. Die gingen so ab. Es gab so einen Countdown und dann gingen so Türen auf. Und dann war da einfach ein Club. Es war krank. By the way, sad news, wir machen eine kleine Pause bis zum 4.10., was sehr traurig ist, aber ab und zu braucht man die Pausen mal. Aber dafür, wie immer, wenn wir Pause machen, checkt auf meinen Kanälen alles ab, weil es könnte in nächster Zeit was kommen. Am besten ihr checkt jetzt mal mein Instagram, weil ich habe einen Teaser gepostet von einem originalen Song, den ich geschrieben habe, mit einem Kumpel von mir, Eli. Wenn ihr die Folge mit Eli noch nicht gehört habt, sehr lustige, sehr, sehr, sehr gute Folge. Ganz am Anfang war die noch. Und wir haben einen Song zusammen geschrieben auf dem Boden von seinem Wohnzimmer. Und ich habe davon einen kleinen Teaser gepostet, beziehungsweise einfach nur, wie wir jammen. Also, wenn ihr von It's Out kommt, dann kommentiert mal einen Stern. Da würde ich mich sehr, sehr freuen. Dann weiß ich nämlich genau, wer ihr seid. Und dann haben wir einen kleinen Insider. Es war eine sehr, sehr schöne Folge. Es hat mich gefreut, mit euch wieder zu chillen. Wir sehen uns dann am
Donnerstag mit Luna. Und es wird eine sehr, sehr coole Folge, also sehr lustig. Kann ich euch schon mal versprechen. Wird ja eh jede Folge. Winky Face. Und ja, wir sehen uns. Love you guys. Bye.